Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Vault 88, in dem wir wahrscheinlich noch... Bist du fertig mit deinen Experimenten? Ich hoffe, ich konnte helfen. Das war sehr interessant. Wie geht es dir? Sarkastisch? Pass auf, danke, ich muss das lesen. Wenn ich was sehe, was man lesen kann, muss ich es einfach lesen. Ich kann nichts dagegen tun. Wie geht es dir? Wie geht es dir, Clem? Einfach blendend. Die Leute reden andauernd darüber, wie gut es hier läuft. Und ich hoffe, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Na, Logo. Danke. Danke für deine Hilfe. Machst du Witze? Es war mir eine Ehre, dir bei... was auch immer zu helfen. Du bist wohl jetzt der Aufseher, richtig? Ich freue mich darauf, alles für den Vault zu tun. Ja, der Sound ist absolut... das... naja, gut. Der Sound ist... Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer! Ja, sie freuen sich. Das ist gut. Ja, da habe ich doch letztens noch in einem Kommentar... Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich helfen? Oh, Essen, Trinken, was brauchen wir? Tauschen? Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Jetzt haben wir bestimmt keine Vault-Anzüge mehr dabei. Nein, haben wir nicht, wie es aussieht. Legende von Vault 88. Na, das bekommt sie nicht. Haha, wieder gewonnen. Haha, ja, das ist gut. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Haha, der Hammer. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen. Wir werden öfter hier im Vault 88 sein, höchstwahrscheinlich. Und in dieser Folge wird es darum gehen, dass wir uns mal die neuen Rezepte anschauen. Was haben wir da? Gibt es denn überhaupt neue Rezepte? Das weiß man ja nicht. Das kann man so jetzt nicht sagen. Und wir verteilen hier schon, auch wenn es vielleicht nicht Not tut, unsere Pip-Boys ein wenig an die Bewohner. Mal sehen. Auch sie zieht ihn nicht an und wir gucken nochmal... Moment, wo ist er hin? Doch, sie muss ihn angezogen haben. Er war sofort verschwunden. Da, sie hat ihn angezogen. Haha, manchmal klappt es, manchmal nicht. Wer hatte denn keinen angezogen? Ich glaube, sie hat den nicht angezogen. Hallo. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Sie wollte damit verschwinden. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Oh, liebe Welt da draußen, ich sag euch, der Sound ist miserabel. Das ist... Ja gut, morgen bin ich erlöst. Braucht jemand Hilfe bei irgendwas? Spätestens Freitag. Bei was? Was? Ihr seid aber gut angezogen hier, alle beide. Ja, ihr können wir nichts geben, aber ihm hier hinten können wir mal einen... Wir machen das jetzt mal andersrum. Wir geben ihm erst den Pip-Boy und sehen, ob er ihn anzieht. Ja? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Musst du ausprobieren. Der Hammer! Schieß los! Okay. Ja, jetzt bekommt er aber zuerst mal den Pip-Boy und dann den Walltech-Anzug. Vielleicht muss man ja die Reihenfolge einhalten, aber das glaube ich eher nicht. Ja, ein Pip-Boy für Sie, mein Herr. Ja gut, er zieht ihn jetzt nicht an. Wir haben auch unten, wenn man jetzt mal unten hier guckt, wir haben nicht die Möglichkeit, T zu drücken, um ihn damit auszurüsten. Er verschmäht ihn einfach. Handeln wir. Ja, dummerweise ist er ausgerechnet, er ist jetzt der Langsamste, den man sich aussuchen kann. Hat er denn ein neues Gesicht? Ich glaube auch. Na klar. Aber keine neue Stimme. Die Stimme kennen wir schon aus Skyrim, meine ich. Okay, Pip-Boy hat er, dann bekommt er jetzt den Walltech-Anzug. Moment. Kleidung. Oho, 17. Hoffentlich können wir die nachher irgendwo herstellen, denn ich glaube, mit 17 werden es nicht genug Leute sein hier. Noch immer kann man den Pip-Boy nicht zuweisen. Freiwillig zieht er ihn auch nicht an. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ja. Nehmen wir ihn dem Pip-Boy mal wieder weg. Gehen raus, gehen nochmal rein. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Gehen raus, gehen wieder rein in sein Menü und geben ihm jetzt nochmal den Pip-Boy. Jetzt hat er ja den richtigen Anzug an, aber ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Nein. Ich weiß nicht, womit es was zu tun hat. Vielleicht, weil die anderen an den Spielautomaten schon waren.
Nein, wer hat denn gerade was angezogen? Die Frau hier, die da saß. Nun, vielleicht sind nicht alle dafür geeignet. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los! Dann nehmen wir uns den Pip-Boy mal lieber wieder. Und auch den... Na, können wir jetzt nicht mehr. Den Anzug da. Dann bekommen vielleicht nicht alle hier was. Sauberes Jeanskleid? Nein, das könnten wir machen, aber nein. Was haben wir denn noch Schönes? Leichte Kleidung? Naja, wäre schon mal besser als nichts. Danach kann er ja seine wieder anziehen. Nur wir wollen den Vault-Tec-Anzug erstmal wieder haben. So. Nein, er kann... Ah, jetzt, da ist einer. Hätten wir auch gleich so machen können, oder? Egal, jetzt haben wir es etwas kompliziert gemacht. Sei es drum, wir wollten auf jeden Fall gucken, was und ob überhaupt wir neue Rezepte haben. Dummerweise sind wir aber auch etwas überladen, deswegen werden wir uns erstmal erleichtern hier. Moment mal, das hat man vielleicht gesehen, dass ich hier schon etwas verwirrt war, als wir Munition gesucht haben für die Red Skorpione unten, um Uranerz abzubauen. Da hat man gesehen, dass ich hier ziemlich lange in der Kiste rumgewühlt habe in der letzten Folge, in der vorletzten Folge. Denn wir hatten mal Munition hier reingelegt. Da ist nichts mehr an Munition hier drin. Also nicht, dass die Sachen hier geklaut werden. Das war ziemlich viel Munition, ich weiß das. Egal. Oder haben wir die jetzt wieder bei uns im Inventar? Naja, wir haben etwas im Inventar. An Munition. Legen wir die mal rein und gucken, ob die am Ende der Folge dann immer noch drin ist. Wenn wir dran denken natürlich. Ja, wir haben das schon mal. Wir haben ordentlich hier was reingelegt. Ich glaube, von der 5,56mm Patrone, da haben wir 200 und von der 45er auch. Von denen haben wir auch 200 Teile hier reingelegt. Raketen haben wir auch hier reingelegt. Aber wo haben wir die Raketen jetzt her? Vielleicht, wir haben ja so oft neu geladen. Das war es bestimmt. Ich glaube nicht, dass sich einer die ganzen Patronen hier rausklaut. So ein paar Sachen, das kann schon sein. Das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so tragisch. Ja, mit dem Schrott, den legen wir doch lieber woanders rein. Extra starke Sicherung. Die haben wir mitgenommen aus der Nähe von Far Harbor, damit da keiner Unfug mitmacht. Okay, die Antibiotika, die werden doch jetzt uns nicht so runterziehen, aber die Kleidung hier. Was wiegt so ein Vault 88 Anzug eigentlich? Da müssen wir mal gucken, wie wir den verbessern können. Ja, ich stelle die Frage und gucke dann einfach weg. Das ist ja auch keine Art. Ja, wie geht's dir ein? Wie geht's Ihnen eigentlich? Und ich drehe mich um und gehe weg. Tschüss. Nein, ohne Tschüss. Das ist ja das Witzige. Nein, sowas macht man nicht. Liebe Welt da draußen, bitte nicht nachmachen. Auch wenn ihr ihn nicht leiden könnt. Da sowas hat keiner verdient, oder? Vielleicht doch. Vault 88 Anzug. So, jetzt haben wir es aber. Schadensresistenz, ballistischer Schaden 0. Energieschaden 5. Und Strahlungsschaden 10. Gewicht 1. Ja, das können wir doch mit uns rumtragen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Haha, wieder gewonnen. Okay, manche sie macht Leute gerade nichts. Sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Hallo. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Oh nein. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Oh nein. Ich dachte, wenn sie da sitzt, dann kann man mit ihr ja tauschen vielleicht. Was gehört, fragen wir aber doch mal. Was gibt's Neues, Doc? Ich bin nicht so auf dem Laufenden. Die Kranken und Verletzten lassen mir kaum Zeit für was anderes. Aber wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Nein, kein Interesse. Ich muss passen. Gut. Ja, bevor wir uns jetzt hier wieder mit anderen Sachen beschäftigen, bauen wir doch schnell mal hier jetzt eine Laborstation auf. Ich bin dafür, ja, die muss ja jetzt nicht unbedingt im Licht stehen, aber Licht kann auch was, wenn man da mal so im Licht steht. Man kann sogar, hier unten ist so viel Platz, da kann man sogar seine Fabriken hierher bauen. Oh, man kann alles hierher bauen. Wo ist denn, was wollten wir? Ich kann einfach nicht verlieren. Oh, das ist aber auch nicht gut, wenn wir uns die hier hinstellen und er sabbelt die ganze Zeit da. Wieder gewonnen. Ja, hier ist doch auch Licht. Ein bisschen weit weg vom Schuss. Aber wir können es ja immer wieder umstellen. Und jetzt schauen wir uns an. Und ich bin so gespannt, ob wir neue Rezepte haben. Drogen. Okay, wir gucken mal ganz schnell durch. Ach, ich kann es ja sagen. Bärenmentets,
Buff Jet, Buff Tets, das kennen wir alles. Jet kennen wir, Mentets kennen wir, Orange Mentets, Psycho kennen wir, Psycho Jet, Psycho Buff, Trauben Mentets, Fury und Jet Boost, Overdrive. Overdrive, konnten wir das vorher auch schon herstellen? Also kennen wir das? Ja, ich glaube, das konnten wir schon herstellen. Ultra Jet und das war's. Sind hier überhaupt gar keine? Okay, bei den Fallen haben wir aus Far Harbor, aus dem DLC Far Harbor, Fußangeln, Bärenfalle, vergiftete Fußangeln und Bärenfalle mit Blutungsschaden. Dann haben wir von den Feuerwerken, na gut, aus dem Contraptions Workshop. Das ist ja auch richtig gut, wenn man draußen mal was macht. Feuerwerksgeschoss Goldpalme, Feuerwerksgeschoss Knaller und Feuerwerksgeschoss Pfingstrosenblau, Feuerwerksgeschoss Pfingstrosengelb und Feuerwerksgeschoss Pfingstrosengrün. Dann haben wir noch Pfingstrosenrosa, ein Feuerwerksgeschoss, Feuerwerksgeschoss Pfingstrosenrot. Dann ein Feuerwerksgeschoss noch Silberpalme. Dann haben wir die Notfackel, mit der wir ja die Minuteman herlocken können. Wahrscheinlich in der Höhle hier eher nicht, glaube ich. Dann haben wir, das sind die richtig guten Sachen hier, Wetterwechselgeschosse, nämlich einmal für Regen, einmal für Strahlensturm und einmal für Wolkenlos. Und Wolkenlos haben wir ja schon richtig oft benutzt. Wenn wir irgendwas bauen wollten und es hat geregnet, war nicht so schön, haben wir das einfach hochgeschossen mit so einem Feuerwerksmörser. Und ja, wir hatten schönes Wetter. Wir haben uns gleich gefühlt wie ein Amerikaner. Die können doch sowas auch, oder nicht? Ich glaube ja, es gibt Chemikalien, damit können die vor dem Super Bowl oder so, werden da so kleinere Wolken aufgelöst über den Stadien, damit die spielen können. Ich glaube, bei kleineren Wolken geht das, bei richtig großen glaube ich nicht. Wie auch immer, kommen wir wieder zurück zu unseren Rezepten. Ich habe bis jetzt noch nichts Neues gesehen. Molotow-Cocktail. Wir haben Baseball-Granate, eine Kryogranate, eine Splittergranate, eine Impulsmine und eine Plasma-Granate. Dann haben wir bei der Heilung antimikrobielle Kräuter. Ich weiß immer noch nicht, woher wir Ascheblüten herbekommen sollen. Liebe Welt da draußen. Disteln, Flaschenkürbisblüten, Karottenblumen und aufbereitetes Wasser. Alles kein Problem. Auch sogar der leuchtende Pilz. Wir wissen, wo wir ein leuchtendes Pilz herbekommen. Einen. Aber die Aschenblüten, liebe Welt da draußen. Wenn jemand weiß, woher wir die Aschenblüten bekommen können, und zwar am besten in rauen Mengen, bitte in die Kommentare unter dieses Video posten, schreiben, Rauchzeichen geben, Klopfzeichen, aber nicht zu laut und naja, schon etwas. Nein, jetzt bitte nicht alle klopfen. Die Nachbarn, denkt an die Nachbarn. Okay, Kräuteraufputschmittel haben wir sonst noch, also Aschblüte, ich habe keine Ahnung, wo man das herbekommt. Ich vermute aber mal aus dem leuchtenden Meer, da wollten wir auch noch eigentlich hin, zu dieser Pyramide, die wollten wir mal untersuchen, das machen wir später dann noch. Nun gut, wir haben hier ein Kräuteraufputschmittel und wir haben ein Kräuterschmerzmittel. Das ist alles nichts Neues. Leuchtendes Blutpaket, das kennen wir auch. Den Roboterreparatursatz. Skito-Speichel? Keine Ahnung, erinnert mich sofort irgendwie an Skyrim. Ein Mitbringsel aus Skyrim vielleicht. Blutblatt, Blutsack, Glas und Stahl. Okay, Antibiotika sehe ich gerade, können wir herstellen. Ja, leuchtende Pilze. Wenn wir sowas züchten könnten, das wäre doch wunderbar. Ich sagte schon Blutblatt, das wäre schon super. Erfrischendes Getränk, ja, aber was denn noch alles? Ich glaube, wenn einer anfängt hier, das hier einsteigt in den Titel, Fallout 4, der ist erstmal so, da ist man doch am Anfang, also ich war überfordert am Anfang, muss ich zugeben. Das war viel zu viel und was jetzt noch alles dazugekommen ist, da blickt man ja nie durch. Denkt man sich so am Anfang, aber nachher geht's so. Nach, weiß ich nicht, 600 Stunden oder so, dann weiß man immer noch nicht so genau zurecht. Aber so, wir gucken mal weiter hier. Erfrischendes Getränk, Red Away, Stimpak, das sind nur Sachen, die man auch vorher hatte. Injektor, Munition, Berserkerspritze, Bluterspritze, Blähfliegenspritze, Gefarolspritze, Hasenfußspritze, Klammergriffspritze, Nebelgeistspritze, Packspritze, Red Skorpiongiftspritze und das war's. Dann haben wir noch Minen. Auch hier haben wir die Kronenkorkenmine, die Kryomine, Splittermine, Impulsmine, Plasmamine. Das sind alle Sachen, die wir schon kennen. Dann bei den Schlacke-Rezepten. Die kommen auch von Far Harbor, aus dem DLC Far Harbor. Der hat die mitgebracht. Wir können Abhärtungs-Schlacke-Cocktail machen. Wir können agiles Schlacke-Pack machen. Ausdauerndes Schlacke-Pack, starker Schlacke-Cocktail. Außerdem auch noch. Okay, verwertbares Kühlflüssigkeit können wir herstellen. Und daraus gewinnen wir 3 Teile Öl und 1 Teil Stahl.
Da muss man aber die anderen Sachen haben. Knochen, Stahl und Säure. Okay, ja, wie ich das sehe, war das schon mal ein Griff in die Tonne hier. Da war kein neues Rezept dabei. Okay, die Kochstation bauen wir jetzt aber nicht hier hinten hin. Da nutzen wir die wir haben. Gewonnen. Wie viele Vaults es wohl gibt? 122, wenn mich nicht alles täuscht. Halt, Moment. Diese hier ist ja nicht fertig, also... Ja, und wir haben in Fallout Shelter auch eine. Aber gut, jetzt wollen wir mal etwas herstellen hier. Braten. Etwas gucken, ob wir hier etwas Neues herstellen können. So. Braten. Blutkäfersteak kennen wir. Eichhörnchen am Stiel. Also Laborstation nochmal, ganz deutlich. Es war kein neues Rezept dabei. Blutkäfersteak, Eichhörnchen am Stiel, gebackene Blähfliege, gebratener Nebelkriecher. Der kam aus Far Harbor nochmal, vom DLC Far Harbor. Gegrillte Red Kakerlake, wir hätten die Kochstation doch umstellen sollen, mal ganz kurz. Gegrillte Einsiedlerkrebs, ebenfalls aus Far Harbor. Gegrillter Rettich, gekochtes Weichschalenfleisch, geröstetes Meyerburg-Fleisch. Ich kann einfach nicht verlieren. Okay, gewürzte Kaninchenspieße, schade, die haben wir noch nie ausprobiert. Die kommen auch aus dem DLC Far Harbor. Knusprige Eichhörnchenbissen, die werden wir hoffentlich nie wieder machen. Eichhörnchenbissen sind so selten, da machen wir lieber einen Eichhörnchen-Eintopf draus. Dann haben wir hier die Köterkeule, die kennen wir auf jeden Fall. Das leckere Todeskrallen-Omelett, Leguan am Stiel, Maulwurfsrattenhappen und Meyerluck-Dörrfleisch. Meyerluck-Dörrfleisch. Okay, das ist gut. Denn das macht ziemlich satt, haben wir in der Vergangenheit festgestellt. Man wird davon recht schnell, waren wir immer von unserem Hunger befreit. Nun gut, das müsste mit Far Harbor auch gekommen sein. Das kannte ich vorher zumindest nicht. Ich mag mich da aber irren. Das kann sein, dass es auch von woanders kommt. Also von vorher, dass es standardmäßig schon dabei ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Meyerluck-Eier-Omelette, das kannten wir. Meyerluck-Kuchen kannten wir auf jeden Fall. Meyerluck-Königin-Steak, auch bekannt. Mutanten-Hundekeulen, bekannt. Pochierter Angler, hier auch vom DLC. Far Harbor und Red Scorpion Eier Omelette müsste mir bekannt sein, ja. Red Scorpion Steak, Red Rib Eye Steak und Stechflügler Filet, Todeskrallen Eier Omelette, Todeskrallen Steak und Wolfsrippchen kommen nochmal aus Far Harbor und Yao Guai Braten und Yao Guai Rippchen. Ach so. Das Todeskrallen Eier Omelette, ja gut, aber wir hatten doch noch eins, so ein spezielles Eieromelette, aber das war das vielleicht. Ja, dann haben wir hier die Kategorie Getränke. Da haben wir aufbereitetes Wasser. Wir haben den dreckigen Ödländer. Wir haben Feuerbauch. Da hatte ich mich mal gewundert vor kurzem, als wir das im Inventar hatten. Ich sehe gerade, das kann einfach nicht verlieren. Das braucht Aster und schwarzes Blutblatt. Also muss es auch aus Far Harbor kommen. Wäre es Gebräu? Ja, also jetzt, nein. Das ist mir jetzt hier leider zu viel. Ich möchte sprechen und wir können zusammen singen, aber sprechen zusammen, das ist unhöflich, sowas. So. Ja? Ja, nein. Und jetzt kommen wir nicht mit Ja. So. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich glaube, das muss man mal üben wieder. So. Hier ist doch Ruhe. Ist doch viel besser so. Okay, Getränke. Feuerbauch, was wollte ich da sagen? Ja, wir waren überrascht. Ach, das hatten wir schon. Where's Gebräu, das wollte ich sagen. Das bekommt man von den Kindern des Atoms. Da gibt es jemanden, der sich Rare nennt. Der ist auch später erst dazugekommen. Hat eine ganz interessante Geschichte dazu. Auf jeden Fall, er erzählt einem dann auch, wie er dazu gekommen ist und so. Ist nicht uninteressant. Wie dem auch sei, wir wollen weiter gucken, ob wir vielleicht eine neue Suppe herstellen können. Den Eichhörnchen-Eintopf, wisst ihr was, liebe Welt? Den machen wir sofort. Haha! Kein schmutziges Wasser und keine Eichhörnchenbissen. Ja, Eichhörnchenbissen ist schwer. Ich warte ja immer noch drauf, dass uns Bethesda irgendwann mal Eichhörnchen gibt, die wir Eichhörnchenfallen bauen können und die dann fangen können. Wahrscheinlich wären die riesengroß und hätten Laseraugen oder irgendwie sowas. Es gibt überall Eichhörnchen-Eintöpfe und so etwas, aber keine Eichhörnchen. Also ich dachte, als ich das Huhn gesehen habe, oh, vielleicht finden wir auch ein Eichhörnchen auf Far Harbor.
aber gibt es eben nicht. So, kommen wir kurz nochmal zurück zu unseren Rezepten. Gemüsesuppe, Hühnernudelsuppe, auch aus Far Harbor, Leguan-Suppe, auch Leguane, okay, das, da gab es ja in Geckos, gab es ja in New Vegas. Dann haben wir hier eine Nudelschale, davon brauchen wir sowieso immer recht viel, wenn wir unterwegs sind. Red Hirsch Eintopf, denn da haben wir gleich auch, wie bei den anderen Suppen hier, haben wir gleich ein bisschen Wasser, wird dann auch wieder hergestellt, wenn wir durstig sind. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Die Nudelschale, den Red Hirsch Eintopf, den, der ist bekannt, der Schlingerbrei ist aus Far Harbor. Und hier ist es genau, Todeskralle Wellingham. Das kann man bekommen, wenn man in Diamond City mit einem Mr. Handy von der Kneipe, was war das? Ich vergesse das immer wieder, wir sind da auch nicht oft. Ja, das, wenn man reingeht, rechts hoch die Treppen und da ist dann die bürgerliche Kneipe oder nein, die hieß irgendwie revolutionäre Kneipe. Irgendwie hieß die auf jeden Fall. Nein, das wollen wir gar nicht herstellen. Entschuldigung. Auch hier sieht man Gemüsestärke, das kennen wir. Hier ist nichts Neues hinzugekommen. Wir verlassen das mal. Ja, wieso, wie kam ich denn bitte schon auf die Idee, dass es neue Rezepte geben könnte? Ja, das habe ich doch irgendwo gelesen im Internet. Neue Rezepte. Moment mal. Das war vielleicht noch nicht alles. Ja, und ich sage es gerne nochmal, man muss nicht alles glauben, was man im Internet hört. Ja, es kann natürlich sein, Powerrüstung, dass man hier eine Vault-Powerrüstung bauen kann. Schön wäre es auch noch gewesen. Ja, es wäre so viel. Ich habe das auch. Also, ich will nicht meckern. Es ist schon, wie gesagt, es ist super viel, was man machen kann. Aber es gibt so einige Sachen. So Pflanzen mehr oder. Naja, nein, nein, ich meckere nicht. Ich sag nur, das wäre natürlich auch was. Aber seht ihr, so sind Menschen. Menschen kriegen den Hals nie voll. Man, so viel, was man hier machen kann. Und. Nein, ich. Das wäre schön, wenn man das könnte. Und das und das und das. Das ist doch alles gut. Ja, dann ist mit Rezepten wahrscheinlich was anderes gemeint gewesen. Schade. Oder wir finden vielleicht noch irgendwo was. Wenn wir hier was abbauen, kann ja sein, dass irgendwo noch Baupläne... Wir haben doch irgendeinen Bauplan für irgendwas bekommen. Ja, es sind wahrscheinlich diese Sachen gemeint. Wir können keine Augenbot-Kapseln hier bauen, sehe ich gerade. Keine Augenbot... Wie heißen die Kapseln? Heißen die nicht Augenbot-Kapsel? Ja, also, wir sind durch hier mit unserem Experiment. Wir tragen mal die Laborstation, lagern wir ein und das tragen wir mal ans Ende. Wieder zurück, schön. Da, wo es vorher stand. Ich kann einfach nicht verlieren. Ja, wir werden hier sowieso dann alles abreißen. Ich denke, in der nächsten Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer! Ach was. In der nächsten Folge, denke ich, werden wir hier anfangen. Waren wir hier schon drauf? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ausdauererhöhung hinzugefügt. Okay, dann lassen wir das mal. Im Übrigen finde ich das ja super stark, dass diese Animationen irgendwie neu eingefügt wurden. Gerade hier von dem... Na, wie heißt der? Seitenbarrel oder Barren? Oh mein Gott, als ob ich den jetzt finden könnte. Naja, hier wahrscheinlich eher nicht. Ja, das hat jetzt, glaube ich, gar keinen Sinn. Wir haben ja letztens schon irgendwann mal versucht, das Fahrrad zu finden. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer! Ach, hier sind sie. Da, das Seitpferd zum Beispiel. Ja, man sieht, es produziert auch wieder Moral, also gute Laune für die Leute. Aber wo haben wir hier ein bisschen Licht? Ja, direkt hier hin. Aber dass diese Animation, die damit geliefert wurde, mit dem Ding, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe mir das dann nochmal, als ich das Thumbnail gemacht habe für die Folge, natürlich nochmal genau angeguckt. Ich fand es auch so genial, dass es auf jeden Fall ein Thumbnail auch wert ist. Da werden wahrscheinlich noch einige folgen. Man sieht das in einer der letzten Folgen.
ist von unserer guten Lucrezia ein Thumbnail drauf. Aber wenn man sich diese Animation mal jetzt anguckt, das ist doch verrückt, oder? Ich kann einfach nicht verlieren. Also wie haben die das gemacht? Da haben sie wirklich von irgendjemandem wahrscheinlich hier mit diesen Punktanzügen und so das alles abgerastert. Aber das muss jemand gewesen sein, der weiß, was er da tut, wenn man die Bewegungen da sieht. Vor allem, wenn sie absteigt. Das ist doch... Wer kann sowas? Also ich sag mal, wer kann das? Ich liebe das alles hier, guter Siedler. Und liebe Welt da draußen. Ja, wir wollen noch einmal gucken, was wir hier an Special Stärke haben. 11 haben wir da jetzt. Bringt es denn was, wenn wir hier jetzt nochmal dran gehen? Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Stärkeerhöhung, ja wirklich. Hohoho. Wahrscheinlich aber von der Dauer her begrenzt, vermute ich mal. Und was schlecht ist, wenn wir hier drauf sind, wenn wir hier Hantel stemmen, dann dauert das ja doch eine Weile, bis wir hier wieder runterkommen. Also wenn ein Angriff ist oder so, dann kann das schon mal zum Verhängnis werden. Aber hier nochmal, um auf das Seitpferd heißt es. Ich kenne das, aber ich wusste nicht, wie das heißt. Wir haben doch immer Barren dazu gesagt, oder? Früher? Seitpferd? Wusste ich nicht. Okay, aber die Animation ist ja wohl spitze. Was wollten wir noch machen? Wir wollten was trinken so hier. Sowas wie das Volt 88 Getränk habe ich noch nie getrunken. Automaten musst du ausprobieren. Wir können hier nichts trinken, leider. Okay, können wir nichts trinken. Aber wir können uns... Ja, hier können wir uns die Wahrnehmung... Achso, wir wollten noch gucken. Stärke 12 plus... Ja, wie gesagt, ich vermute mal, klappt das nochmal? Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr funktionieren. Das haben wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ich kann einfach nicht verlieren. Nein, jetzt sind wir leicht hungrig. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir das getestet haben, da waren wir überladen sofort. Aber das finde ich absolut genial mit dieser, mit diesen Trainingsgeschichten hier. Ja, das ist super. Ja, jetzt sieht man im... Ja, hier sieht man jetzt nicht die Special-Attribute, wenn er überhaupt welche hat. Aber ich nehme mal an, dass wenn wir ihn jetzt die ganze Zeit auf so ein Seitpferd schicken, dass er dann im Level irgendwie aufsteigt oder... Ich schätze schon... Hi, wie geht es dir? Hi, gut. Und dir? Ach so, was sagt die Uhrzeit? Versuchen wir das doch nochmal. Mit... Ja, okay, die Ärztin dürfte jetzt... Ja, doch, die könnte noch im Dienst sein. Ich glaube, bis 8 Uhr abends oder bis 19 Uhr oder sowas. Sind die zugange? Das schaffen wir also nicht mehr. Neue Rezepte haben wir nicht gefunden, wie man gesehen hat. Das war also jetzt quasi... Ja, wir sind wenigstens ich die anderen nicht Rezepte nochmal durchgegangen, wenigstens das. Okay, wir können auch zum Glück vielleicht, wir können die Versuche nicht jetzt nochmal starten irgendwie. Das finde ich aber auch ganz gut und ich bin auch ganz zufrieden, dass wir das so erledigt haben. Stellen für Arbeitslose suchen, na, dann machen wir das doch nochmal. Keine Jobs verfügbar? Na, wie kommt das denn? Beschäftigungsübersicht. Schauen wir uns die nochmal an. Da werden wir wahrscheinlich richtig oft hier nachschauen. Wir haben einen Farmer, eine Karawane, eine Ärztin. Ja, sowas ist super. Also das, so ein Gerät, das brauchen wir in all unseren Siedlungen, müssen wir so etwas aufbauen. Da können wir sofort sehen, was los ist. Da können wir sofort... Ah, das ist ja herrlich. Das ist super gemacht für, wenn man, für den Fall, dass man seine Moral in der Siedlung steigern möchte. Da kann man gleich sehen, ob zu viele Leute dem Essen zugeteilt sind, zum Beispiel. Der Hammer. Ja gut, das sieht man auch oben, wenn man sieht, wie viel Essen zur Verfügung steht. Ja, ich freue mich schon. In der nächsten Folge werden wir also anfangen dürfen, hier zu bauen. Den Schrott hier nehmen wir mal so ein bisschen weg. Und das hier vorne ist ja in der letzten Folge passiert. Ach, hier ist Nord. Ist es der Nordreaktor hier? Kann das sein? Reaktor.
Waltec-Werkstatt, ne? Das ist die zentrale Werkstatt wahrscheinlich. Also das mit den Geschütztürmen ist ja in der schnellen Folge passiert. Ja, und hier vorne ist der Eingang. Also ist doch die Vault-Tür. Ich habe nochmal nachgesehen. Das müsste die aus Fallout 1 gewesen sein. Die Vault-Tür, die uns hier mitgeliefert wurde im Baumenü. Ach was, hier sind neue Pip-Boys drin. Ein Pip-Boy ist da drin. Aber hier sind 16 drin und 7 Vault-Anzüge. Vielleicht lädt das ja jemand auf. Also die Vault-Tür nochmal, die wir hier im Baumenü haben. Hier unten sind auch noch Pip-Boys. Ja, viele Pip-Boys. Also dann denke ich, das muss auch irgendwie klappen. Die Vault-Tür, um darauf jetzt nochmal zum dritten Mal zurückzukommen. Ich habe nochmal extra nachgesehen und sie sieht so aus, als sei es die aus Fallout 1. Diese Vault-Tür, die wir hier im Baumenü haben, diese kleine. Und ja, mit welchem Bild verabschiede ich mich? Ach komm, es ist zu schön. Wieder gewonnen. Ja, die Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich kann einfach nicht verlieren. Und tschüss.